Kopfball schießt. Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PlayStation Pro. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir werden mit Joseph Seed, dem Bösewicht aus Teil 5, schnacken müssen. Beziehungsweise wir werden uns der Sekte mal nicht anschließen, aber mal Hallöchen sagen. Und da laufen wir jetzt mal hin. Beziehungsweise wir fahren dahin, wir holen uns natürlich irgendwie so ein Gefährt noch, ne? Macht Sinn. Ja. Und so ein Gefährt. Oder natürlich, dass wir jetzt schon mal einen Helikopter hätten, aber das haben wir leider nicht. Und wir können hier auch ein paar Sachen zwar bauen, aber nicht so die richtig coolen Sachen. Aber wir können so ein Motorrad liefern lassen, das machen wir. Das haben wir nämlich nicht. Nee. Gut. Sollen wir liefern? Yes. So, wo steht denn das Gefährt da? Dann lass uns mal zu New Eden fahren. Los geht's. Also für alle, die den fünften Teil nicht gespielt haben, Joseph Seed ist sozusagen der, der die Atombombe ausgelöst hat. Der, worum der ganze fünfte Teil handelt, er und seine Geschwister haben sozusagen alles hier eingenommen und haben daraus so eine Art, ja, Anarchie gebaut. Und ja, haben das Ganze... Ja gut, aber wie gesagt, der hat die Leute hier unter Kontrolle bekommen, indem er so ein paar Drogen verabreicht hat. Dadurch wurden die alle so ein bisschen fügig, aber auch ein bisschen psychisch krank und haben auch die Leute dann angegriffen ohne etwas, ohne alles Mögliche. Ne? Deswegen, also uns kann es egal sein. Aber ich denke mal, wir sollen dahin, um auch ein paar Drogen zu bekommen, damit wir noch ein bisschen stärker sind beim Kämpfen. Eine gewisse Dosis ist vielleicht okay, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ne? So. Oh, ist ein ganz schönes Stückchen, wo wir hin müssen. Aber wenn wir schon mal hier sind, schnappen wir uns mal so einen Turm da. Ich glaube, damit kann man alles ein bisschen mehr entdecken hier. Das machen wir jetzt mal. Unsere Karte ein bisschen weiter aufdecken. Zack. Oh, scheiße. Ich dachte, ich krieg vielleicht, naja, haben wir halt die Unschuldige auch mit abgemurkst. War natürlich nicht so nett, aber tut mir leid. Hier steht ein Wagen. Okay, wir lassen mal hier hoch. Da können wir mich hoch jetzt. Ist sehr praktisch. Wir haben nach oben. Ich glaube, man kann die auch erobern, oder? Sind das nicht die Türme zum Erobern? Na, jetzt. Das war jetzt nicht so clever. Wieso konnte ich denn da nicht hochklettern? Warte mal. Jetzt? Macht das Sinn? Kann man eine Stelle geben, wo man höher kann dann, oder was? Hätte ich jetzt gedacht, dass ich da irgendwie hochkomme. Da unten irgendwo rein hier? Hier vielleicht? Ja, guck mal. Zack. Super. Ja, Besuch. Und noch eine Etage höher. Oh, guck mal hier, eine Kiste. Ich mal entleeren das Ding. Zack. Los, kommt, kommt. Na, guck mal, hier noch ein paar Materialien. Hoher Turm 4. Ja. Eine Sniperwaffe. Gar nicht so verkehrt. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass man hier den Turm irgendwie erobern kann. Mit irgendwas. Wenn man das hier freischaltet auf der Karte. Aber das macht wahrscheinlich nur mein Kartograf. Würde ich behaupten. Man weiß es nicht. Gut, aber wir können hier auch irgendwie schneller runterkommen, ohne dass ich den ganzen Weg wieder runterkraxeln muss. Und hier irgendwo ein Seil. Natürlich nett. Ich muss jetzt wirklich hier wieder runterklettern. Oh. Oder runterfallen lassen.
nicht so gesund ist. So. Die kann man jetzt nicht so rauskommen einfach. Also behindert. Ernst? Überhaupt keinen Sinn. Oder? Und hier so fest und kann hier nicht rauskommen. Na gut, müssen wir es da oben links machen. Hä? Macht doch jetzt überhaupt keinen. Muss doch hier wieder rauskommen können. Oder sehe ich das falsch? Oh, ich sehe es wahrscheinlich. Das checken wir hier fest. Kommen nie wieder weg. So, wir wollen auch einen Dioiden. Das können wir aber nicht, wenn wir hier nicht durchkommen. Nein, ich will da nicht hoch. Mann! Komm da nicht hier. Es gibt doch bestimmt hier so einen kürzeren Weg. Das gibt es anscheinend nicht. Was ist denn da? Scheiße. Doch gar nicht. Gut. Jetzt gedacht, dass man hier irgendwo anders runterkommt noch. Wir haben ja einen Fallschirm, ne? Gut, lassen wir zum Anwesen fahren. So, hoffen wir jetzt nicht zu verfolgen. Also man kann sich auch nicht immer ablenken lassen von allem hier, ne? Das macht man leider viel zu schnell. Oh! Boah, Alter. Okay, jetzt wird's albern, ne? Die Straße fahren. So. Eieiei, den haben wir erwischt. Wollte ich gar nicht, aber naja. Einer weniger von den Spinnern. So. New Eden, ja, ich bin gespannt, weil New Eden, also wie der Joseph Seed sich entwickelt hat. Naja. Ist dann halt so, wenn wir verloren. Aber nichts.
Alter, der wohnt aber auch echt am Arsch der Welt, der gute Typ, ne? Aber wir werden ihn schon finden. Auch eine abgefahrene Sekte, muss man zugeben. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh. Oh. Alter. So. Oh. Oh. Ich lass dich ausbluten. Ein Sniper. Wo ist der Typ? So ein Puma in der Nähe. Ah, noch keine Chance gegen ihn. Okay. Oh. Das ist zu schnell, so ein Puma. Okay, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, gegen Puma zu kämpfen. Ah. Ach, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, kommst du den anderen Spacken und dann... Vorne, der beißt dann nur tot und haut dann ab. Was für ein Spacken... Berglöwe macht dann sowas. Ah, ich weiß auch nicht, wo wir jetzt landen. Wir sind schon wieder am Arsch der Welt gelandet, oder? Ja. Wo wollen wir hier anfangen? Alter, was für ein schlechter Schütze ich doch bin. Von uns. Was ist denn für eine Waffe hier? Eine Graupelwaffe. Oh. Die Scharfschützenwaffe behalten wir, die behalten wir auch. Also von daher. Aber wir müssen auf jeden Fall weiter. Können wir deinen Wagen haben da vielleicht? Hi. Ich bin froh, dass ich noch habe. Das kann ich dir sagen. So. Ah, coole Mucke. Okay.
Kacke. Los geht's. Eieiei. Da ist eine Straße, das ist doch gut. Auf der Straße fährt sich besser, oder? So, also, wir sind auf dem Weg und müssen jetzt eigentlich nur nach New Eden kommen. Das schaffen wir ja da auch noch. Tequila. Oh Gott, das war nicht geschützt, dieses Lied. Oh, jetzt kommen wir Außenposten. Ah, nehmen wir jetzt nicht ein. Zu Kampf? Ey, geil, das ist doch dieser alte Schacht, den man am Anfang... Ne, ist er doch nicht. Okay. Aber wir könnten den Wagen da nehmen, ne? Von ihm. Der ist ein bisschen cooler, der Wagen. Wo ist denn die Kampfgrube? Sind wir dran vorbeigefahren? Schon das da. Naja, egal. Werden wir schon mal finden, die Kampfgrube. Der Wagen ist besser als meiner. Durchfahren oder nicht? Ein Plus hier? Okay, kann man nicht. Ich schwimme mal drüber. Ja. Mit. Hoffe, wenn keine Schlange kommt. Ach, fickt euch doch, wir müssen jetzt mit dem Boot. Wäre jetzt wahrscheinlich auch einfacher gewesen, mit dem Boot dahin zu fahren zu dem Typen. Und da hinten ist doch ein Boot, oder nicht? Wollt ihr das nicht schnell holen? Durch tiefe Gewässer sollten wir nicht schwimmen. Ich werde auch gewarnt vor so ein bisschen. Da drüben. Hier ist ein Elch oder was? Alter! Ach, ja. Noch ein Boot, wir schnappen uns das Boot da vorne. Also ich bin ehrlich nicht mal, ich habe ihn nicht mal berührt, oder? Dreht gleich komplett durch das Viech, ey. So, wir schnappen uns jetzt hier das Boot. Los geht's. So, ab nach New Eden jetzt endlich mal. Da, ah, der verrückte Elch. Mutierte Mistkerl.
Oh Gott, guck mal da. Da schwimmt immer mal ein... Keine Ahnung, irgendwas mutiert ist. Na. Dann ist, glaube ich, auch noch ein Stützpunkt. Da wollen wir nicht hin, zu Neiden. Mal gucken, wie weit das da ist zu den... Ich weiß nicht genau, was sich anfühlt. Die Ruhe in meinem Herzen, als ich zum Ort zum ersten Mal sah. Er schlicht und verkommen. Joseph sagte, er würde mein Leben verändern. Und er behielt recht. An den richtig schlimmen Tagen wünschte ich, ich wäre nicht so ignorant und glückselig wie damals. Ich kam mit dem Kollaps hierher zurück. Ich glaube, ich dachte, es würde mir Freude machen, diesen Ort ausgebrannt zu sehen. Obwohl alles mit ihnen ins Nichts gebombt wurde. Aber dieser beschissene Typ hat überlebt. Ausgerechnet Joseph hat überlebt. Dieser durchgedrehte Arsch muss gerade aus seinem Bunker gekrochen sein. Denn ich habe ihn gesehen, von meinem Versteck aus. Er sprach zu den Leuten, dass er etwas Neues aufbauen wollte. Und ich sah noch jemanden. Oh, Deputy. Was Joseph dir angetan hat. Ich darf eins nicht vergessen, eines Tages wird dieser Ort zu Staub zerfallen. Also um das Foto herauszuholen. Warte mal. Ja. So sah es mal aus. Cool. So, wir müssen jetzt die Sekte finden. Wir können mal gucken, wie viele Vorteilspunkte haben wir jetzt. Können wir ja schon was da rausholen. Haben wir 8. Guck mal, jetzt könnten wir doch auf jeden Fall mal den Takedown, den zweiten, erwerben. Denn wir wollen ja auch gerne die etwas größeren Leute killen können. Ach man, wenn man nicht an den fünften Teil denkt, dann werde ich ein bisschen rührselig. Der war echt gut. Pass mal auf. Hast du nicht mitbekommen, ne? Wir wollen nicht reparieren. Wir wollen die Leute befreien. Ich will nicht sterben, bitte. Befreit. Ein Vorteilspunkt erhalten. Super. Das war knapp. Ja. So, ich muss weiter leider. Keine Zeit für dich. Aber ich kann auch hier ein bisschen Munition einsammeln, wenn wir schon hier sind. Sekte da oben drüber. Okay, müssen wir mal da hoch. Hier längs. Bestimmt schräg, den Typen wiederzusehen. Was auch gleich wieder aussieht, bestimmt total abgewrackt. Ort entdeckt Wolf Rang 2. Wir wollen mit gar keinen Wölfen irgendwas machen. Oh, hier ist das alte Sektenbild. Das ist schon wie abgespaced, ey. Die Geschichte ist echt gut, also gut gelöst, finde ich. Hier ist ein bisschen Nebel eingehaucht. Gehen wir direkt durch die Eingangstür los. Bin mal gespannt. Ja. Da ist irgendwas. Hörst du meine Stimme? Alter. Da ist der Psychopath. Geh dorthin, wo alles endet.
Prophezeiung. Und alles begann. Ja, super, ey. Da sind wir gerade hier hingelaufen. Wir müssen gleich wieder einen anderen Weg laufen. Das ist doch beschissen. Geh dorthin, wo alles begann und alles endet. Na gut. Nicht so hilfreich. Aber na gut, wir probieren es mal. So. Geh dorthin, wo alles beginnt und endet. Machen wir gerne. Das ist nicht vorbei, bis ich unter der Erde bin. Tu einfach, was dir gesagt wird. Scheiße! Was jetzt? Löchern. Warum meinst du denn? Ich hab dir gerettet. Nach diesem Angriff sind wir in einer beschissenen Lage. Was immer du auch tust, um uns zu helfen. Ich hoffe, du tust es schnell. Okay. Wir müssen jetzt hier weiter erstmal. Erreiche die Insel. Okay. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich ein Boot für. Unser Boot ist ja hier vorne, aber wir können auch mal hier ein paar Sachen einsammeln. Hier noch ein paar Sachen. Oh, hier ist ein Safe. Den können wir ja öffnen. Los geht's. Oh, ich bin super safe, Knacker. Und auf. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Also müssen wir das andere Zeug auch noch mal kurz finden, weil dann haben wir eigentlich alles. Zumindest haben wir alles, was man hier einsammeln kann, gefunden dann. Machen wir jetzt auch noch schnell. Irgendwo müssen ja noch ein paar Zahnräder rumliegen. Frag's nur wo. Wo kann ich Scheiße liegen? Ich schon mal kurz rüber. Wir wollen auf jeden Fall zur Insel gleich, aber erstmal. Wollen wir das andere finden, weil dann haben wir den ganzen Ort nämlich entdeckt. Okay. Im Wasser gelandet. Ist auch nichts. Guck mal den riesen fiesen Fisch an da. Ja, wir wollen diese Kiste haben, das muss man darüber stimmen. Noch ein Tigerfisch, das haben wir auch noch. Wir kriegen Vorteilspunkte für jeden Scheiß hier, das ist eigentlich ziemlich cool. Nur noch mit. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die Insel müssen wir beim nächsten Mal uns angucken. Schaffen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Und trotzdem mal hier links. Da! Zack, haben wir alle. Ja.
Kletter da rauf. Kannst du doch. Unser Boot eigentlich noch hier? Ich nicht, ne? Diese riesen Fische an da. So zur Insel rüber. Wie soll man das machen ohne Boot? Rüberschwimmen ist ja glaube ich nicht so praktisch, ne? Naja, gucken wir mal, ob wir da anders irgendwie hinkommen. Aber ich würde sagen, die Insel besuchen wir beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.